Ich habe auf die Berichte und auf diesen Videoclip, das Zahnleid, einige E-Mails erhalten und auch ein paar Fragen. Auf ein paar Punkte möchte ich in diesem zweiten Teil eingehen. Vorweg will ich einmal eine Zusammenfassung von dem Bericht Zahnleid, denn wir dürfen nicht vergessen, wir verwenden Worthülsen. Wir verwenden definierte Begriffe, von uns definierte Begriffe, um etwas zu beschreiben, was schwer zu beschreiben ist. Ich rede beim Zahnleid von einer Energie oder von, nennen Sie es Liebe oder was auch immer eine Worthülse Sie verwenden wollen, aus der hier alles ist, aus der wir sind. Ich bringe Beispiele aus der Physik, was die Physik für Einblicke in diese Wirklichkeit bekommen hat. Von dieser Wirklichkeit grenze ich unser Leben, unser scheinbares Leben, das wir durch unsere Sinne erfahren, und bezeichne das mit der Worthülse Realität. Scheinbar erfahren, sage ich. Damit meine ich, was uns unsere Sinne, nämlich der Sehsinn, der Geruchssinn, der Geschmackssinn, der Tastsinn, für Eindrücke liefern. Denn das formt unsere Realität. Ich gebe immer wieder Beispiele, wo ich zum Beispiel zu bedenken gebe, dass die Welt nicht schwarz ist, nur weil sie ein Blinder als schwarz empfindet. Wir uns aber völlig auf unsere Sinne verlassen und in der Annahme leben, dass das, was wir hier erleben, dass das eben unser Leben ist. Im ersten Teil erkläre ich auch, wieso wir vermutlich lieber begreifen als fühlen. Wieso wir eine Apfelpflücksprache entwickelt haben. Wir haben begriffen, wir müssen den Apfel vom Baum pflücken und zum Mund führen, denn dann so ist ein Überleben möglich in dieser scheinbaren Realität. Wir haben also begriffen, Dinge zu begreifen, dass das sehr effizient ist, scheinbar effizient ist. Ich erkläre auch, wieso wir so gerne glauben, dass hier vermutlich ein evolutionsbiologischer Kurzschluss vorliegt, dass wir bereit sind, für unseren Glauben zu sterben oder anderen Leid zuzufügen. Dieses Thema ist auf der einen Seite sehr komplex und auf der anderen Seite wiederum sehr einfach. Ich habe versucht zu erklären mit Beispielen aus der Physik, wieso wir uns eigentlich wie in einem Pudding befinden. Ich gebe immer dieses Beispiel gerne meinen oder den Menschen, die mich Papa nennen. Ich sage dann immer, stellt euch einen Pudding vor und wenn ihr den länger anbraten, also wenn ihr den anbrennen lässt, nicht braten, anbrennen lässt, dann entstehen Klumpen. Es entstehen kleine, große Klumpen. Die kleinen Klumpen sind Menschen, Autos. Die großen Klumpen sind Planeten, Sonnensysteme. Und das dazwischen ist das Universum, Luft, was auch immer. Aber es ist alles immer die gleiche Grundsubstanz, immer der Pudding. Und genauso verhält es sich hier mit unserer Realität. Unsere Sinne sagen uns zwar, dass zwischen uns und dem Bildschirm oder zwischen uns Menschen Luft ist, aber was ist Luft? Ein Begriff, ein Atom, ist es ein Elektron? Sind das nicht nur Worthülsen der Wissenschaft für etwas, von dem wir eigentlich gar nicht wissen, was es ist? Und von etwas, wenn wir es zerlegen, dieses Sauerstoffatom, diese Begriffshülse, wir dann schließlich wiederum nur zu dieser Energie kommen,
etwas, was einmal da ist und dann wiederum verschwindet. In den E-Mails bekam ich ein paar Fragen. Zum Beispiel, was ist eigentlich Zeit? Was ist Zeit? Zeit gibt es nicht. Jetzt werden Sie sagen, entschuldige, Herr Auslauf, was heißt Zeit gibt es nicht? Ich erkenne doch, ich werde älter. Ich habe heute um 8 Uhr einen Termin. Überlegen wir mal gemeinsam und objektivieren wir die Zeit. Wenn wir gerade Erlebtes, was wir als Gegenwart bezeichnen, definieren, zu was kommen wir? Was ist Gegenwart? Es werden einige sagen, naja, Sekunde, naja, Minute, na, Bruchteil einer Sekunde. Die Gegenwart, wenn wir sie messen würden mit einer Einheit und würden wir sie unendlich klein machen, diese Einheit, dann wäre auch die Gegenwart unendlich klein. Das heißt, nach dieser Definition würde es nur eine Zukunft oder eine Vergangenheit geben. Jetzt werden einige sagen, naja, gut, Zukunft, Vergangenheit, aber ich merke, ich werde ja älter. Das heißt, es gibt eine Zeit. Was wird älter? Dazu gebe ich immer zu bedenken, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Unfall und Sie verlieren eine Hand. Zack. Und diese Hand liegt irgendwo auf der Straße. Würden Sie dann vorbeigehen und zu dieser Hand sagen, hey, schau du, da liegt der Jaroslav. Nein, da liegt eine Hand. Gut, dann sagen Sie, na okay, also die Hand ist nicht der Jaroslav. Es ist das Bein, na, das Bein auch nicht, der Bauch, na, der Kopf. Das alles ist nicht Jaroslav, das alles sind ja nicht Sie. Das ist eben ein Bein. Das ist eine Hand, die Sie verlieren können. Wir sind Bewusstsein. Unser Körper altert. Unser Bewusstsein wird, wenn wir es zulassen, immer schärfer und immer klarer. Und auf dieser Reise können Sie plötzlich Dinge fühlen, die uns die Realität oder die für uns in dieser Realität immer verborgen waren oder die mystisch klangen oder wie Märchen klangen. Ich fühle meinen scheinbar verstorbenen Großvater. Ich fühle viele Menschen. Früher, wie ich noch jung war, war mir dieses Fühlen nur für Momente bewusst. Und ich konnte damit nicht viel anfangen. Mit zunehmendem Alter wird unser Bewusstsein klarer. Und wie schon gesagt, wenn wir es zulassen, dann können wir immer mehr fühlen. Die Zeit ist ein Produkt unseres Verstandes. Wir erinnern uns an Vergangenes, projizieren das in eine potenzielle Zukunft. Daraus kriegen wir Angst oder Hoffnung. Wir verfolgen Ziele und leben eigentlich nicht im Jetzt. Alles passiert aber immer nur im Jetzt. Keiner von uns hat jemals in der Vergangenheit oder Zukunft gelitten, geweint, gehofft. Alles passiert nur jetzt. Jetzt werden Sie sagen, ne, super, das ist zwar schön, aber ich muss um 8 im Job sein. Ja, auch ich habe einen Beruf und die gregorianische Einteilung der Zeit macht durchaus einen Sinn. Manchmal ist es ein Unsinn, manchmal ein Sinn. Ich sage ja nicht, dass wir unser Leben zeitlos leben sollen. Wir müssen also unterscheiden, nütze ich die Zeit
um gewisse Abläufe zu ermöglichen, indem ich sage, lieber Patient, Sie haben um 10 Uhr einen Termin. Das ist ein Nützen dieser Einteilung. Oder aber hänge ich mich an die Zeit, mache ich mich zum Sklaven der Zeit, ich hetze wohin, ich muss wo sein und die Uhrzeit. Ich verpasse sonst das und jenes. Ich muss zu dem Konzert. Unser Umgang mit der Zeit ist geprägt durch sehr viel Leid. Das merkt man schon alleine daran, wie wir mit dem Altern dieser scheinbaren Hülle, dieses Jaroslavs, umgehen. Wir sagen nicht mehr heute, schau ein alter Mensch, nein, das ist die 50-Plus-Generation, das sind Senior, klingt schon negativ. Wir vergessen, dass das Leben einen Zyklus hat, so wie alles in der Natur. Unser Atem unterliegt einem Zyklus, unser Herzschlag unterliegt einem Zyklus, die Gezeiten der Meere, die Jahreszeiten, alles unterliegt einem Zyklus. Wir aber können uns mit diesem Zyklus nicht abfinden. Es gibt in diesem scheinbaren Leben, in dieser Realität, einen Einatmungszyklus, das nenne ich die Jugend, und einen Ausatmungszyklus, das nenne ich das Alter. Jeder dieser Phasen hat etwas Besonderes und ist untrennbar mit dem anderen verbunden. Die Jugend ist geprägt, wir erstürmen die Welt, wir formen unsere Hülle, wir füllen unser Leben mit Inhalten aus. Mit zunehmendem Alter lässt man von diesen, im Idealfall, von diesen Inhalten los. Man erkennt, man spürt, dass man das Bewusstsein ist. Alle könnten voneinander sehr viel lernen. Die Jungen von den Alten, die Alten von den Jungen. Wir wollen diesen Zyklus aber durchbrechen, denn wir sagen, das Alter ist was Schlechtes. Wir versuchen ständig jung zu bleiben. Wir klammern uns an diese Hülle. Wir finden Wörter, um ja nicht das Wort alt in den Mund zu nehmen. Wir messen unseren Erfolg, unseren wirtschaftlichen Erfolg ständig nur mit Wachstumszahlen und vergessen dabei, dass das völlig unnatürlich ist, dass das eben nicht das Leben ist und hindern uns dadurch, Verbindung einzugehen mit dem, was ist, mit der Wirklichkeit. Und deswegen fühlen wir uns ständig wie der kleine Regentropfen und können nie diese Kraft und Fülle des Meeres erfahren. Viele Kulturen, wie zum Beispiel die Mayas, hatten eine völlig andere Einteilung der Zeit, eine viel, sagen wir, eine physiologischere, das bedeutet eine Einteilung, die mehr unserem natürlichen Leben entsprach. Daher kommt auch dieser Irrglaube mit dem Jahr 2012, dass da irgendwas zu Ende wäre. Die Mayas sagten nie, dass 2012 etwas zu Ende ist oder Weltuntergangsstimmung. Wenn man sich mit dem Tolkien, also mit dem Kalender der Mayas, ein bisschen beschäftigt, dann wird man lesen, dass sie der Meinung waren, dass Ende 2012 ein neuer Bewusstseinssprung der Menschen stattfindet, dass wir uns in einem neuen Bewusstsein oder in einem fortgeschrittenen Bewusstsein begegnen werden. Was ist jetzt Bewusstsein?
Einige von uns putzen am Sonntag das Auto und sind bereit für einen kleinen Kratzer, den geliebten Partner oder das Kind oder was auch immer umzubringen. Denn das Auto ist ein heiliges Relikt. Das ist ein Bewusstseinszustand. Andere wiederum verteidigen ihre Familie, ihren Bruder, ihre Schwester bis aufs Blut, auch wenn sie wissen, dass sie im Unrecht liegen. Auch ein Bewusstseinszustand. Wir alle leben in verschiedenen Bewusstseinszuständen und schaffen uns so unsere eigene Realität. Die einen leiden mehr darunter, die anderen leiden weniger darunter. So ist auch die Zeit ein Produkt unseres Verstandes. Wenn wir die Zeit nützen und uns nicht zum Sklaven der Zeit machen, dann kann sie uns nützlich sein. Einige fragten mich in E-Mails, ja und was ist da mit Freunde und Familie? Was sind Freunde? Was sind Feinde? Was ist Familie? Das sind wieder nur Begriffe. Ich weiß schon, was damit gemeint ist. Ja, du, deine Kinder. Ich sagte ja am Anfang, Menschen, die mich Papa nennen. Denn heute ist mir bewusst, es sind nicht meine Kinder. Es ist nicht meine Familie. Was passiert hier eigentlich, wenn ich sage, mein Freund, meine Familie? Dann identifiziere ich mich mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Ego, der Jaroslav. Und dieser Jaroslav hat eine gewisse Vorstellung, gewisse Vorlieben, wie er eben das Leben sieht. Er hat gewisse Anschauungen und all die Menschen, die mit diesen Anschauungen konform gehen oder die bequem sind, bezeichnen wir als Freunde. All die Menschen, die eine gewisse biologische Verbindung zu mir haben, zu meinem Ego, bezeichne ich als Familie. Und uns ist gar nicht bewusst, dass wir dadurch aber nur unser Leid schaffen, so wie mit der Zeit. Wie meine ich das jetzt? Unsere Persönlichkeit ist verschiedenen Entwicklungen unterworfen. So nicht nur unsere Persönlichkeit, die ganze menschliche Geschichte. Noch nicht vor allzu langer Zeit haben wir Menschen wegen roten Haaren verbrannt. Haben wir Menschen wegen ihrer Hautfarbe verfolgt. Oder wegen ihrer Religion verfolgt. Irgendwann kommt der Einzelne zu der Erkenntnis, dass das eben nicht sinnvoll ist, was er gemacht hat. Und er ändert sich. Und im Zuge dieser Änderung, dieser persönlichen Veränderung, ändert man dann natürlich auch plötzlich seine Freunde. Man verlagert, wir reden dann immer, man verlagert seinen Freundeskreis. Freunde sind ja eigentlich nichts anderes als eine Parallelisierung unseres Egos, unserer Anschauung. Wir suchen Verbündete. Und aus diesen Freunden können auch sehr schnell wiederum Feinde werden, wenn wir uns eben ändern. Wir erwarten uns nämlich, dass sich dann natürlich auch die Menschen ändern, wenn wir uns ändern. Und uns fällt gar nicht auf, dass wir eigentlich immer nur unser persönliches Ego verfolgen, ausschmücken, bestätigt haben wollen. Das sind Freunde, das sind Familie. Und so kann sehr schnell aus der Liebe zur Tochter plötzlich Hassliebe werden. Der Liebe zum Freund plötzlich ein Feind werden.
Würden wir allen Menschen mit dem gleichen Respekt begegnen, mit der gleichen Liebe, und würden alle Menschen mit diesem begegneten Respekt und dieser Liebe verantwortungsvoll umgehen, dann würde unser Leid beendet werden. Sie sehen, ich bin jetzt auf ein paar Punkte, wie zum Beispiel Zeit, Freunde, unter einem ganz einem anderen Gesichtspunkt eingegangen. Wir wundern uns immer, wieso in der Politik so vieles falsch läuft. Und ich muss immer über Menschen, die zum Beispiel in Österreich haben wir die Blauen oder die Schwarzen, also wir haben eigentlich keine Demokratie, sondern wir haben eine Parteienpolitik, eine verstrickte Parteienpolitik. Und wieso sich Menschen wundern, wenn sie blau gewählt haben oder schwarz gewählt haben, dass dann so viele Linke zum Tageslicht kommen. Was wählen wir hier eigentlich? Wir wählen Menschen mit gewissen Bewusstseinszuständen. Wir wählen Menschen, mit denen wir uns am ehesten identifizieren können. Inwieweit sind wir selber bereit, zu unserem Vorteil Linke einzugehen? Inwieweit verrücken wir die Wahrheit, die Realität zu unseren Gunsten? Haben Sie sich das schon einmal gefragt? Denn genauso wie Sie bereit sind, für sich zu lügen oder eben die Wahrheit zu verdrehen, genauso wird es Ihr Abbild sein, welches Sie eben wählen. Politik ist nichts anderes, dass wiederum Menschen uns und vor allem sich selbst vertreten. Solange wir aber diesen Zugang zu Freunden, Familie haben, solange werden wir andere ausgrenzen. Und jede Ausgrenzung schafft Leid. Und dieses Leid machen wir uns also selber, indem wir Dinge verfolgen wie eine Zeit, indem wir uns eine Zukunft und eine Vergangenheit schaffen und wir eben nicht aufmerksam im Hier und Jetzt sind, indem wir uns Lebensbereiche schaffen, Familie, Freunde, der Fahrradclub und dadurch andere ausgrenzen, anders behandeln. Und uns ist dabei gar nicht bewusst, dass wir so immer wieder an unserem Leid mitverantwortlich sind. Das Witzige an dieser Freund, Feind, Familie, Geschichte ist, dass wenn man ein bisschen in der Weltgeschichte herumkommt und mit verschiedenen Menschen zu tun hat, wobei man muss, damit meine ich jetzt nicht, dass man in entfernte Gebiete fahren muss, es reicht, wenn man vor die Haustür geht, dann erkennt man, dass eigentlich die meisten Menschen dem anderen mit sehr viel Liebe begegnen, mit sehr viel Neugier begegnen. Diese Liebe und Neugier ist aber häufig verdeckt vor Angst, zurückgewiesen zu werden. Vor Angst, dass das eigene Ego zurückgewiesen wird. Ich war vor kurzem in Istanbul und es war ein wahres Abenteuer zu sehen oder zu erfahren, wie offen eine komplett andere Kultur auf einen zugeht, auf mich, auf unsere Kultur, europäische Kultur zugeht, wie interessiert die Menschen sind. Und wenn man diese Äußerlichkeiten dann abschält,
Kultur, Religion, politische Einstellungen, dann bleibt im Endeffekt nur noch Liebe, nur noch die Freude an Interaktion, nur noch die Freude an einem Miteinander. Fragen Sie sich einmal selber, ob Sie diese Erfahrung nicht auch schon gemacht haben in der Diskothek, beim Weggehen. Sind oder ist diese Distanz, die wir häufig aufbauen, nicht eigentlich nur Angst vor dem zurückgewiesen werden? Oder ist es nicht häufig nur ein Aufbauschen unseres eigenen Egos? Du, ich habe ein Geheimnis und das erzähle ich nur meinen besten Freunden oder nur meine besten Freunde erfahren, wie ich wirklich bin. Was soll das heißen, wie ich wirklich bin? Wie bin ich denn wirklich? Ja, ich will Liebe, ich will gute Zeit, ich will Spaß. Wollen wir das nicht alle? Ich habe in dem ersten Teil dieses Beitrages Zahnleid versucht also mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, mit unseren, ich würde sagen, begrifflichen Denken eine Brücke zu schlagen, wieso wir uns nicht als eine energetische Kondensation empfinden, nämlich das sind wir im Endeffekt, wir sind eine spezielle Dichte dieser Energie, aus der all das hier ist, und wir sind belebt, wir sind bewusst. Wir haben ein Bewusstsein und können uns gewisser Vorgänge bewusst werden. Darüber, worüber ich die ganze Zeit rede und auch die Beispiele, die ich hier diesen zweiten Teil gebe mit Zeit oder mit Freunden. Und man könnte so jedes Wort überdenken, welches wir, oder jedes Handeln überdenken, welches wir so im Alltag machen, verwenden. Klingt manchmal sehr kühl, sehr kalt. Es ist aber nicht kalt oder kühl, sondern es ist losgelöst von diesem egoistischen Denken, von diesem persönlichen Denken. Denn dieses persönliche Denken, dieses sich verhalten als der Regentropfen und eben nicht erkennen, dass man das Meer ist, ist an unserem Leid schuld. So einfach ist das. Für manche von Ihnen werden diese Worte oder diese Vergleiche, und ich sage immer, es sind nicht meine Vergleiche, es sind auch nicht meine Worte. Diese Worte haben schon viele, viele andere Menschen verwendet und wir reden alle immer über das Gleiche. Wir reden über das, was ist, über diese Wirklichkeit, nur mit verschiedenen Worthülsen. Und jeder verwendet eben andere Begriffe dafür, weil das Schwierige ist, darüber, worüber wir reden, das können Sie nur fühlen. Und mit dem Fühlen tun wir uns generell schwer. Und deswegen klingt das alles so schwammig. Jeder von Ihnen kennt die Esoterik. Die Esoterik hat sich nur der Spiritualität, ich verwende das, worüber ich hier jetzt rede, diese Wirklichkeit, verwende ich die Worthülse Spiritualität. Die Esoterik hat sich der Spiritualität bedient und macht daraus wieder Geld. Die Spiritualität ist etwas, die schon immer da war. Das sind wir, das ist. Nur wir nähern uns dieser Spiritualität oder nähern uns der Spiritualität nicht, weil wir uns eben auf verschiedenen Bewusstseinsgraden befinden. Und je nach Bewusstseinsgrad oder Bewusstseinszustand sind wir eben bereit, dem anderen den Schädel einzuschlagen oder den
anderen oder die Umwelt zu schädigen, um einen scheinbaren Nutzen daraus zu ziehen. Wir erkennen aber nicht, dass wir uns so tagtäglich unser Leid selber schüren. Das alles, worüber ich hier spreche oder worüber wir hier reden oder was Sie sich eben jetzt gerade ansehen, ist auf der einen Seite sehr abstrakt. Diejenigen, die es fühlen, werden begreifen, dass es gar nicht abstrakt ist, sondern dass das das Leben ist. Nur wiederum gekleidet in andere Worthülsen, in andere Vokabeln. Alles im Leben geschieht nach einem Muster. Ich werde häufig gefragt, du, was muss ich für Kurs besuchen, für Kurse besuchen oder wie komme ich zu diesem Bewusstseinszustand? Ich umschreibe dann immer diese Frage mit einem Bild, welches ich vom Buddhismus habe. Die Buddhisten sagen, der Schnee fällt, jede Schneeflocke auf ihren Platz. Was meinen Sie damit? In dieser Wirklichkeit gibt es keine Zeit und auch kein Raumzeitkontinuum. Alles ist immer nur in diesem Augenblick. Mein Körper, ja, der vergeht, der altert. Mein Bewusstsein ist, so wie das alles hier um mich herum ist. Und alles, was passiert, passiert in diesem Augenblick. Sobald man etwas verfolgt, ein Ziel hat, ist man schon wieder am Ziel vorbeigeschossen. Man kann das Leben nicht begreifen oder erfüllen wollen oder zu einem Bewusstseinszustand kommen zu wollen, indem man etwas lernt, indem man etwas verfolgt. Alles, was passiert, gehorcht nach einem Muster, welches wir aber nicht unmittelbar begreifen können. Ich habe mal im Forum ein Beispiel geschrieben, wo ein Patient sehr aufgebracht war und sagte, ja, und der Zahnarzt, der hat mich betrogen und ich habe jetzt Leid und das ist zwar schön, dass Sie da so daherreden, aber was habe ich jetzt davon? Ich bin der Geschädigte. Wenn man eine Handlung immer nur mit seinem eigenen Geist, mit dem begrifflichen Denken bewertet, analysiert, dann erscheint es häufig so, als wäre man unmittelbar der Geschädigte. Aber ich spiele jetzt einmal ein Gedankenmodell. Dieser Zahnarzt hat durch den Betrug Geld bekommen. Dieses Geld investiert er sofort in die Ausbildung seines Sohnes. Der Sohn kann eine gute Universität besuchen und wird ein erfolgreicher Rechtsanwalt. Und nach außen wirkt es so, als wäre alles astrein und der geschädigte Patient fühlt sich nur noch bestätigt, siehst du, die Welt ist ungerecht. Der erfolgreiche Sohn kauft sich aber, eben weil er so erfolgreich ist, einen Porsche und verunglückt dann bei einem Autounfall. Und plötzlich ist diese Geschichte gar nicht mehr so erfolgreich. Ich spinne jetzt aber weiter, denn durch das Verunglücken des Sohnes, des Zahnarztes, kommt der Vater zu einer Erkenntnis oder durch dieses Leid zu einem Bewusstseinszustand, wo er erkennt, dass es ein Fehler ist, auf Kosten der Patienten zum Beispiel sein eigenes Ziel zu verfolgen. Der Schnee fällt,
jede Schneeflocke auf ihren Platz. Es ist vorbestimmt, wo die Schneeflocke zu liegen kommt. Nur diese Ordnung ist für uns unüberschaubar, so wie das ganze Leben. Wir müssen uns aber keinen Gedanken machen oder den Kopf zerbrechen. Es bringt uns auch nicht weiter, das Leben ständig zu beurteilen. Das war jetzt fair, das war unfair, das war gut, das war nicht gut. Es reicht, wenn wir das, was wir machen, aufmerksam machen und einfach nur im Hier und Jetzt sind. Das klingt banal, ist aber gar nicht so banal. Denn putzen Sie einmal bewusst Zähne, sagen Sie einmal bewusst zu Ihrem Partner, du, ich habe jetzt keine Lust zuzuhören, ich möchte lieber tagträumen. Das meine ich jetzt nicht böse, aber ich brauche ein bisschen Auszeit. Handeln Sie bewusst beim Autokauf und werden Sie sich klar, dass wir nicht alle Autos fahren können, die 15, 20, 30 Liter verbrauchen. Dass die Ressourcen eben begrenzt sind. Dass auch andere Menschen, wie Asiaten, Afrikaner, vielleicht Auto fahren wollen. Oder dass unsere Kinder noch Auto fahren wollen. Kaufen wir doch bewusst vielleicht auch einmal den teureren Artikel. Einen Artikel, über den wir uns genauer erkundigt haben und uns nicht nur auf irgendein Gütesiegel oder Verbrauchssiegel verlassen haben. Handeln wir bewusst. Denn durch dieses bewusste Handeln nehmen wir, ohne dass wir es merken, Verbindung zur Wirklichkeit auf und beenden so unser Leid. Alles Gute!